Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Wir sind zusammengekommen, nicht nur den 20. Sonntag im Jahreskreis zu feiern, sondern auch Maria Himmelfahrt feiern wir auch ein bisschen schon vorher, vorzeitig, was wir morgen sollten tun. Und dann feiern wir auch die Kräutersegnung. Das ist ein sehr altes Gebrauch, das sich mit diesem Fest verbindet. Wir bitten auch immer in unserem Leben auf die Fürsprache der Heiligen. Und das tun wir besonders mit der seligsten Jungfrau Maria. Bevor wir das Wort Gottes hören und das Opfer Christi feiern, wollen wir bekennen, dass wir gesündigt haben. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Jesus.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, was kein Auge geschaut und kein Ohr gehört hat, das hast du denen bereitet, die dich lieben. Gib uns ein Herz, das dich in allem und über alles liebt, damit wir den Reichtum deiner Verheißungen erlangen, der alles übersteigt, was wir ersehnen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unser Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Erste Lesung. In jenen Tagen sagte die Beamten zum König: Jeremia muss getötet werden, der erlähmt die Hände der Krieger, die in dieser Stadt übrig geblieben sind, und die Hände des ganzen Volkes, wenn er solche Worte zu ihnen redet. Denn dieser Mann sucht nicht Heil für dieses Volk, sondern Unheil. Der König Sidkia erwiderte: Siehe, er ist in eurer Hand, denn der König vermag nichts gegen euch. Da ergriffen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne des Königssohns Malkia, die sich um Wasserstoff befanden, man ließ ihn in Stricken hinunter. In der Zisterne war kein Wasser, sondern nur Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm. Die Kuschiter Eben-Melich, ein Höflung, sagte zum König: Mein Herr und König, schlecht war alles, was dieser Mann dem Propheten Jeremia angetan haben. Sie haben ihn in die Zisterne geworfen, damit er dort unter verhungert. Denn es gibt in der Stadt kein Brot mehr. Da befahl der König der Kuschiter Eben-Melich: Nimm dir von hier 30 Männer mit ihm zu dem Propheten Jeremia aus der Zisterne herauf, bevor er stirbt. Das sind die lebendigen Gottwörter. Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, mi, akiket a tanúknak koszorúja övez, váljunk szabaddá minden tehertől,
különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a ráváró öröm helyett elszenvedte a kereszthalált, nem törődött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül. Igen, gondoljatok ő rá, aki a bűnösök részéről ekkora ellentmondást viselt el, hogy ne lankadjatok, és bensőleg ne csüggedjetek. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontásáig. Ez az Isten igéje. Sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin gekommen, um Feuer auf der Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf der Erde zu bringen? Nein, ich sage euch, sondern Spaltung. Denn von nun an werden 5 Menschen im gleichen Haus in Zwietracht leben. 3 werden gegen 2 stehen und 2 gegen 3. Der Vater wird gegen den Sohn stehen und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Evangelium St. Lukács könyvéből. Jézus így szól tanítványaihoz: Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem, mennyire várom, hogy ez beteljesedjék. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Mondom nektek, nem az, hanem szakadást. Ezentúl, ha 5 lesznek egy házban, megoszlanak egymást közt, 3-2 ellen és 2-3 ellen. Szembe kerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a mennyével és menny az anyósával. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Hajlamosak vagyunk a mai evangélium kapcsán állig fegyverzetet ölteni, hogy Jézus szavaiból igazolást nyerve nyugtázzuk lám, aki Jézus mellett döntött, az harcba indul, annak ellenségei támadnak, küzdelem lesz az élete, állandó konfliktusok is, ellentétek.
Tagadhatatlan, hogy Jézus figyelmeztet erre, de Jézus soha nem hirdetett dzsihádot, szent háborút, sem ateisták, sem muzulmánok, sem rómaiak, semmiféle vallású, semmiféle nemzetiségű vagy fajú emberek ellen. Jézus valami egészen másról beszél, és amikor a vélt vagy valós emberi konfliktusainkat, félelmeinket vallási köntös alá akarjuk burkolni, akkor egészen biztosan nem járunk a kereszténység útján, akkor sem, hogyha ezt hangos szóval próbáljuk elhitetni másokkal, és ezt hirdetjük. Nem lehet arra gondolni, hogy a kereszténység egy állandó szent ökölvívás vélt, vagy valós ellenségekkel való szenvedélyes küzdelem és hadakozás. Jézus egészen más tüzet szít, nem olyat, amelyből sebek, gyűlölködés, szenvedélyes vitatkozás, indulatos védekezés, kerítésépítés vagy kirekesztés fakad. A jó tüzek erednek tőle, a gyűlölet lángja nem az ő műve. Az isteni szeretet oldhatatlan tüzében váltott meg minket, és ilyen izzást és parazsat akar hozni a mi lelkünkbe. Ennek kell áthatnia minden küzdelmünket, ennek kell bekebeleznie a félelmeinket, az ellenérzések csapongó lángjait az életünkben, mint egy tüzet tűzzel oltva. Mi mást akarna Jézus, mint hogy szeretetének tüze lobbanjon lángra az életünkben. Zug Reute Segnung werden wir seit über 1000 Jahren am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel Heilkräuter zum Gottesdienst gebracht. Die Heilkraft der Kräuter soll durch die Fürbitte der Kirche der ganzen Menschen zum Heil werden. Gott will unser Heil für Seele und Leib. Jede Blume ist Ausdruck der Schönheit seiner Schöpfung. In ihrer Vergänglichkeit verweisen Kräuter und Blumen auf ein höheres Ziel, auf den Sinn, in vergangenen Frucht zu bringen. Leib und Seele sind für den Himmel bestimmt. Zunächst aber sollen wir Leib und Seele, unser Herz, unsere ganze Persönlichkeit einbringen. In die vergängliche Schöpfung soll unser Leben auch und gerade weil es vergeht, Frucht bringen, die bleibt für die Ewigkeit. Lasset uns beten, Herr unser Gott, du hast Maria über alle Geschöpfe erhoben und sie mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. An ihrem Fest danken wir dir für alle Wunder deiner Schöpfung. Durch die Heilkräuter und Blumen schenkst du uns Gesundheit und Freude. Segne diese Heilkräuter und Blumen, die du uns erinnern, dass du unser Heil willst. Nicht nur für die Seele, auch für den Leib. Wir danken dir für die Schönheit deiner Schöpfung, für die Wunder der Natur, die uns seine Herrlichkeit erschließen. Wir bitten dich, erweise deine Macht auch dort, wo Menschen hilflos der Gewalten der Natur ausgeliefert sind. Erbarme dich der Betroffenen und belebe die Bereitschaft zu helfen. Auf die Fürsprache Mariens lass uns alle einstimmen in das Lob der ganzen Schöpfung, die dich preist durch deinen Sohn Jesus Christus in alle Ewigkeit.
Hiszek egy Istenben. Kérjük a mi Urunktól, Jézus Krisztustól a Szentlélek tüzének világosságát és melegét. Gyullaszd fel, Urunk, az egész világon az Isten és ember szeretett tüzét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Támogasd egyházadat, hogy minél több lélekben meggyújtsa a hit és a szeretet lángját. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szent lelked harmata, oltsa ki a földön az áldás gyűlölködés és pusztító háború tüzeit. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent lélek tüze égesse ki szívünkből a bűnös érzékiség szennyét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy keresztény családokban a gyermekek szüleiktől vegyék át az igaz vallásosság lángját. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, adj bátorságot azoknak, akiknek szívében a papi hivatást elültetted. Fedezzék fel, hogy az igazi öröm és igazi élet nem a világban van, hanem csak te adod meg számukra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te az első pünköstkor tüzes nyelvek alakjában küldted el egyházadnak a szent lelket, add, hogy ez a tűz szüntelenül lobogjon bennünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Herr, wir bringen unsere Gaben dar für die Feier, in der sich ein heiliger Tausch vollzieht. Nimm sie in Gnaden an und schenke uns sich selbst, in deinen Sohn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten. Krisztus csodálatos műve volt, hogy a húsvét szent titka által, a bűnből és a haláligájából arra a dicsőségre hívott meg minket, amely által választott nép, királyi papság, szent nemzet és a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben a te dicsőséged himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deinen Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freien Willen den Leiden unterwarf, nahm er das Brot, sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ladislaus und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allem, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke alle unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre,
jetzt und in Ewigkeit. Beten wir gemeinsam, wie Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram,
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, im heiligen Mahl schenkst du uns Anteil am Leben deines Sohnes. Dieses Sakrament mache uns auf Erden Christus ähnlich, damit wir im Himmel zu voller Gemeinschaft mit ihm gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Ich bedanke mich bei der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung, dass sie jedes Jahr dieses Fest so schön vorbereitet und mit uns feiern lässt, dass wir das alte Gebrauch wieder neu aufleben lassen können. Ich danke für eure Kreativität und für euer Fleiß, für eure Arbeit und für euer Mitfeier und für alles. Ich bedanke mich auch bei unseren Gästen aus nah und fern, dass ihr auch gekommen seid, mit uns zu feiern. Wir wünschen euch auch noch schöne Tage hier in Bonnhard. Ich bedanke mich auch bei euch, liebe Kinder, die ihr mit den Blumensträußen hier dabei mitgefeiert habt in eurem Trachten. Ich möchte euch aufmerksam machen, dass jeden Sonntag um 10:30 eine heilige Messe stattfindet, wo wir euch herzlich einladen und erwarten. Ihr müsst euch nicht unbedingt so schön anziehen, also im normalen Gewand langt es auch. Ich wünsche euch an allen einen gesegneten Sonntag. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch durch den Erlöser der Welt, unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn der jungfräulichen Mutter Maria. Amen. Sie hat den Urheber des Lebens geboren, ihre mütterliche Fürsprache erwirke euch Gottes Hilfe. Euch und allen, die heute das Fest, ihre Aufnahme in den Himmel begehen, schenke Gott die wahre Freude und das ewige Lohn. Euch und allen, die heute ihr Gedächtnis befeiert, segne der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Yeah.